Ich habe mir mal die DLCs gegönnt, sogar den Season Pass, weil 30 Euro für den Season Pass, wenn die DLCs, die ich eigentlich haben wollte, zusammen schon 30 Euro kosten, dann kriege ich wenigstens den hübschen Schnickschnack noch dazu. Für den hübschen Schnickschnack wollte ich jetzt nicht 10 Euro extra ausgeben. Deswegen habe ich gewartet, bis die DLCs alle erhältlich sind. Kannst du mal danken? Bonusinhalte freigeschaltet. Schicksalsklinge wurde bla bla bla. Die Verborgenen. Danke, dass du unseren ersten DLC gekauft hast. Setze dein Abenteuer mit Bayek in der neuen Region am Roten Meer fort. Schalte neue Quests, Stufen, Waffen und Herstellungsoptionen frei, um deinen Charakter zu verbessern. Danke, dass du die DLC Flug der Pharaonen gekauft hast. Bayeks Abenteuer wird in der ruhmreichen Stadt Theben fortgesetzt, der früheren Hauptstadt Ägyptens und der letzten Ruhestätte der großen Pharaonen. Schalte neue Quests, Stufen, Fähigkeiten, Waffenherstellungsoptionen frei, um deinen Charakter zu verbessern. Betritt Theben kämpfend, beende die Quest Blutspende, um den Charakter Boost auf Stufe 45 freizuschalten. Ach ja, Entdeckungszug könnte ich ja auch machen, aber nein. Das ist nicht meins. Das überlasse ich jemand anderem. Ich würde mal sagen, ich starte einfach mal. Seit wann gibt es hier so viele. Gab's das schon vorher, dass man vier Stände hatte? Spielstände? Ich dachte, es wäre nur einer oder zwei oder. Nee, drei mindestens! Warte mal. Verbessere deinen Charakter auf Stufe 45. Nein! Ich will selbst Level 45 werden! Aber ich mache nicht alle neuen Sachen jetzt erstmal, sondern ich habe noch eine Quest nicht gemacht und ich hoffe, die gibt es noch. Die ist nämlich zu Final Fantasy 15 Zeiten. Also ist das eine Final Fantasy 15 Quest? Und ich will diese Schokobo ähnliche Kamel haben. Ist ja auch ein Schokobo ähnliche Kamel. Und ich will auch die Waffe haben. Ich denke mal, das lohnt sich. Ich werde auch einen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen. Werde ich das? Ich könnte es testen. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. So. Du kannst deinen Charakter jetzt auf dem Titelbild aufstufen. Flüssig. Besser. Ja. Ich habe aber noch andere Quests vor mir. Die Verborgenen, ne? Freigeschaltet Sinai. Erstmal Prüfung des Anubis. Es gibt eine Prüfung des Anubis wieder. Prüfung des Sobeks. Sind die jetzt immer da? Die Prüfung? Oder ist das einfach wieder ein Event? So. Die Verborgenen. Prüfung des Sobex. Prüfung des Sobex. Okay, es sind zeitgebunden. Zeitgebunden? Aber da steht nicht mal wann. Bis wann? Also. Da ist zwar eine Uhr, aber. Ah, doch, da steht 22 Stunden logisch. Okay. Dienstag wird's resettet, kann ich vergessen, aber vielleicht mache ich die irgendwann, obwohl alles will ich ja nicht haben. Gucke ich erstmal auf die Karte. Okay, das ist auch neu. Was ist das? Das gefällt, das ist eine neue Quest, oder?
Okay, man sieht auf jeden Fall. Ich habe hier alles abgeschlossen. Warte mal, ich geh mal eben aus der Karte hier raus. Gibt's hier. Wo sind die neuen Gebiete? Oder bin ich gerade blind? Hier ist es doch was von neuen Gebieten, oder nicht? Da ist Prüfung des Robex genau vor mir. Da steht nicht mal was. Ist das. Was war nochmal das? Oh. Legende mit. Was ist das? Das ist keine Rächerquest. Aber wahrscheinlich eine Online-Quest, weil es ist diese Fabel. I don't know. Anubis Schattens, Karabeus Schatten? Flug des Fa. Gibt es neue Gegner, die. Och nö. Bitte nicht. Na gut, die Ziele sind erledigt. Ich bin immer vorne. Ich suche diese eine Quest. Wo ist die? Gefahr im Verzug. Hier kommt ein neuer Herausforderer. Mit Gefahr im Verzug. Lichter über den Dünen. Dichter über den Dünen. Was ist das? Ein Geschenk der Götter. Da gehen wir mal hin. Ich glaube, das ist das, was ich suche. Es gibt nämlich eine Waffe, die ich unbedingt haben möchte. Und ich habe ja das Projekt eigentlich beendet gehabt, bevor diese Quest überhaupt kam. Ich find's aber gut, dass das Spiel so gut supported wird, weil es ist einfach grandios. Und ich hätte mir noch so einen Multiplayer ein bisschen gewünscht. Zwar jetzt so, Multiplayer muss das sein, schon wieder so, Ich finde ja. Also, für manche Sachen, man muss es ja nicht machen, also Koop ist hier natürlich, denke ich mal, nee, das braucht man nicht unbedingt in diesem Spiel. Aber ich finde halt sowas wie Arena, so Kolosseum, das kann man voll gut nutzen, um halt auch gegen andere. Nein, den wollte ich nicht einsetzen. Genau, ich habe ja einen Streitwagen. Alter! Darf ich mal. Wo ist die. Boah, was ist denn nicht? Oder? Ist es das? Ich bin gerade verwirrt. Nee. Ich hab's doch markiert. Warum war es demarkiert? Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass diese DLCs wenigstens ihr Geld auch wert sind. Also ich habe das eine DLC gespielt, was 15 Euro gekostet hat, dieses Jack the Ripper, und ich fand das einfach nur. Naja. Klar, es ist mehr so ein Standalone-Spiel, aber es hat mir 2 Stunden Spaß gemacht. Dann für 2 Stunden 15 Euro gebe ich nicht gerne aus. Ganz ehrlich. Oh.
Nein! Ach, wie steige ich noch mal ab? Ach so. So, Geschenk der Göttin. Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Re persönlich zu uns herabsteigen. Ich habe das Gefühl, die Stimme ist so leise gewesen gerade. Ich sehe auch die ganze Zeit hier, ich kann meine Fähigkeiten erweitern. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich kann natürlich noch ein Level abbekommen. Ich werde natürlich irgendwann noch alles... Alter, ich habe so viel, was ich... noch... haben kann. 2x2... Nicht genug. Ausrüstung. Bitte was? Ich kann ihm die Haare zurückgeben! Oder den Bart! Ganz ehrlich, ich fand den mit Bart und Haaren richtig cool. So, ich habe jetzt neue Rüstung bekommen und es wäre einfach irgendwie, ich muss tragen. Die ISO-Rüstung habe ich mir extra verdient, das... Nee, ich finde die Rüstung nicht gut. Es gibt bestimmt bessere. Reittiere habe ich vielleicht interessante. Ich habe so einen Streitwagen hier so, aber... Lucius. Lucius klingt gut. So, ich kann... Ich habe Wiederherstellung. Ist nicht euer Ernst, dass ich wiederherstellen kann? Och nein, das hat sich erweitert. So, Nahkampfwaffen. Handy, sei mal ruhig. Ich mach das mal eben stumm. Einen Moment. So. Ja, falsch. Nahkampfwaffen, also ich benutze ja gerne diese Waffe und diese Waffe eher seltener, glaube ich. Deswegen Vox Populi. Was ist das für ein Geschenkszeichen da? Das ist die Schicksalsklinge. Aber die ist auf Level 3. Wollt ihr mich verarschen? Die sieht nämlich mega cool aus. Oh, das Zepter. Was haben wir hier? Vincent Qual, Sonne und Mond. Ich finde diese Schilde cool. Komm nicht das. Obwohl das Kompendium sieht auch mega nice aus. Warte mal. Blauen Schilde hier. Kann er hier nicht zerlegen?
Hier sind doch bestimmt auch ein paar, die ich nicht brauche, ne? So, Distanzwaffen habe ich ja auch einige. Sieht cool aus. Mondsichel. Nein. Falscher Knopf. Fähigkeiten und. Moment. Was ist das? Brief von Tahira. Tschüss. Ayas Brief. Sind die wichtig? Ja, komm. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass das, was ich da bekomme, auf jeden Fall ausrüsten werde. Ich finde zwar Final Fantasy 15 wird zu sehr overhyped, aber doch hat das Spiel irgendwas. Und ich habe ja jetzt die DLCs für Assassin's Creed gekauft. Ich überlege. Das ist ein Zeichen der Götter. Jetzt habe ich ihn. Warte, wisst ihr was? Falls ich über ihn rede oder so, also ihm. Also rede, wenn er spricht. Werde ich jetzt. Wo macht man das ab am Menü? Werde ich einfach die Untertitel jetzt mal einstellen. Gesprochene Sprache, Untertitel mache ich mal an. Weil ich finde den extrem leise auf einmal. Warte mal, kann ich das auch ändern? Dialogverstärker? Großer blau leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. So. Ah, jetzt ist der auch wieder lauter. Ich frage mich, könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. Da sieht man's schon. 15.
Eigentlich schon allein das macht's Ganze interessant. Also, ich finde jetzt Final Fantasy 15 nicht schlecht, um das doch mal zu erwähnen. Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? Wenn ich weiß, wie es hätte aussehen können. Es ist schade, es fühlte sich am Ende an, als wäre jetzt wäre es einfach unfertig und ich hasse unfertige Spiele. Ich hätte gern Nibelheim und so weiter. Hätte ich gern auch erkundet. Immerhin, man schafft es in 3 Jahren, ein Spiel in der Größe hier zu machen. In der Größe. Und Final Fantasy 15 ist für mich von der Größe her gerade mal dieses Gebiet, dieses Quadrat Depression. So groß ist Final Fantasy 15 in 2 Jahren. Und das hier ist in 3 Jahren entstanden. Also glaube ich zumindest, dass es 3 Jahre Entwicklung waren. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Ich meine länger. Aber nee. Die Entwickler hatten 10 Jahre Zeit, das beste Final Fantasy rauszuhauen, was sie machen konnten. Haben verkackt. So. Muss ich zu einer bestimmten Uhrzeit mich meditieren oder so? Das bewirkt etwas. Natürlich, es gibt Spiele, mit denen man mit X ausweicht, mit Kreis ausweicht und hier ist es Viereck. Wollt ihr mich verarschen? Ihr Räudigen! Mann. Gibst du die Dinger wieder zu? Wenn ich das dreimal anschieße. Es passiert was. Ein Licht, das hinauf zu den Göttern strahlt. Bei Re, was habe ich getan? Ich sollte zu dem Grab. Genau. Okay, hier passiert etwas. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr